Hi, ich bin Christopher vom deutschen Distributor Hartje der Firma Matt Helmets. Und von Matt Helmets möchte ich euch gerne unseren neuen Helm für Urban und E-Bike vorstellen, den Med Corso, in der Deutschlandpremiere hier auf der Berliner Fahrradschau zum ersten Mal zu sehen. Die ersten Samples, die uns erreicht haben. Und wie schon gesagt, Med Corso ist ein Helm, der eben vor allen Dingen für E-Bike-Fahrer und Urban-Radfahrer konzipiert wurde. Das heißt also relativ geschlossene und flächige Konstruktion mit wenigen Belüftungsöffnungen. Die Belüftungsöffnungen sind allerdings strategisch platziert, sodass man durch ein im Helm integriertes System an Belüftungskanälen eine gute Belüftung auf der gesamten Kopfoberfläche erreicht. Als weiteres Feature haben wir beim Corso ein abnehmbares Visier aus hartem Kunststoff. Dadurch kann man den Corso eben auch ohne Visier fahren. Und zusätzlich im Lieferumfang enthalten ist auch eine Softcap, die man eben auch vorne hier fixieren kann im Helm, sodass man im Prinzip drei verschiedene Helmlooks in einem vereint. Der Corso hat für verbesserte Sichtbarkeit drei rund in dem Helm angebrachte reflektierende Elemente sowie am Einstellsystem angebracht eine rote LED mit Blink- und Dauerlichtmodus, die eben auch hier nochmal für erhöhte Sichtbarkeit im Dunkeln sorgt. Man hat ein einhändig einstellbares Einstellsystem, das Safety E-Mit im Inneren des Helms. Dicke, bequeme Polster, antiallergisch, von Hand waschbar, sowie eine Kinnpolsterung, die für zusätzlichen Komfort beim Tragen sorgt. Der Med Corso ist erhältlich ab 64,95 € und ist lieferbar ab Mitte März.